Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, dem Sacred 2 Let's Play zu dem Community Patch alleine. Die Mods sind manchmal ein bisschen zäh, deshalb möchte ich jetzt erstmal nur mit dem Community Patch, aber ja, der ist ja auch schon sehr gut und schauen wir mal, wie die Bosse und rare Gegner vor allem sind. Und ja, ich hoffe, es ist genauso actiongeladen, auch mit dem Bild, den wir verwenden. Wir machen eine Fernkämpferin Seraphine. Und zwar nennen wir sie einfach, Samus, oder? Samua. Nennen wir sie Samua. So ein Samuel und so. Und machen so ein bisschen hellblau. Genau. Ich habe den Bild ausgewählt, weil er einfach mich am meisten interessiert. Es gibt nämlich Fernkampfwaffen. Und ich glaube, sie kann nicht Zweihand-Fernkampfwaffen tragen. Stimmt das? Und irgendwas anderes habe ich jetzt auch nicht so Bock. Also ich hätte gedacht noch Tempelwächter. Aber machen wir doch blau. Hä? Aber hellblau. Wie geht hellblau? Dann machen wir so schönes Türkis. Ja, ein bisschen weniger Türkis, genau. Okay, das Spiel in Hack and Slay gefällt mir immer noch mit Abstand am besten. Die neumodischen Hack and Slays sind ja meistens mit kleinen Maps. Und hier haben wir eine riesengroße Map, die so ziemlich, riesig ist, gewaltig ist. Genau. Wir tun mal das überspringen, weil das ist wahrscheinlich copyrighted Musik. Und es wird einfach so ein bisschen gezeigt, wie die Charakterklassen sind und was genau passiert mit T-Energie. T-Energie ist sozusagen ein Gift, sozusagen, also eine Energie. Ihre Klingen waren vergiftet. Oh, mein Weg geht hier zu Ende. Aber vielleicht war dennoch nicht alles umsonst. Vielleicht gibt es jemanden, der bereit ist, meinen Weg fortzusetzen. Vielleicht... Ich werde sie rufen. Hoffentlich reicht meine Kraft noch aus. Tritt näher, mein Kind. Lange war ich in der Welt unterwegs, im Auftrag des Lichts. Anders als die übrigen Schwestern konnte ich mich nicht damit abfinden, die Geschicke der Welt untätig hinzunehmen. Das Schicksal Ankarias darf nicht ignoriert werden. Zu groß sind die Gefahren, zu stark die Gegenspieler. Doch ich habe versagt. Das Gift, in das die Inquisitoren die Klingen ihrer Schwerter getaucht haben, ist tief in meinen Körper gedrungen. Mit jeder Minute werden meine Augen trüber und mein Leib kälter. Das Leben schwindet aus mir. Und du, mein Kind, bist meine letzte Hoffnung. Ich habe dich auserwählt, meinen Weg für mich fortzusetzen. Geh nun. Geh. Finde den Weg nach Tylysium. Finde und bekämpfe die Inquisitoren und ihre finsteren Pläne. Tu's für mich. Ist das Nina Hagen oder die Mutter davon? Sie tönt ein bisschen danach. Genau. Das Spiel ist aus Deutschland von Escalon Entertainment. Ist leider langsam geschlossen worden. leider hat es zu viel gekostet, das Spiel, und zu wenig eingenommen, aber es ist gut verkauft worden, nur es ist einfach viel zu teuer gewesen. Es ist auch ein riesen Fortschritt seit Teil 1. Das hat mir übrigens sehr, sehr gefallen, Teil 1. Teil 2 natürlich auch. Und ich bin immer noch verliebt in Teil 2. Teil 1, es müsste einfach wieder ein Rework kommen, also ein Remake oder so. Und danach bin ich wieder restlos verliebt. Ist einfach cool. Jetzt muss ich gerade ein bisschen rechnen.
2008 ist 16 Jahre. Wow. Alt, aber sieht immer noch blendend aus. Die alte Krähe hat sich Verstärkung geholt. Traut sich wohl nicht mehr alleine aus ihrem Loch heraus. Dann scheint ihr unser Gift wohl nicht bekommen zu sein. Mhm. So, wir greifen gleich mal an mit diesem Schlaghagel. Hilft sehr. Ich bin froh, die Mods sind manchmal übertrieben hart, vor allem am Anfang. Und deshalb spiele ich jetzt ohne Enhanced Edition. Hab's schon dieses Jahr probiert mit Enhanced Edition und ist einfach ein bisschen zu langweilig dann schnell, weil die Gegner einfach nicht sterben wollen und so. Und man einfach zu viel aufgehalten wird. Ich will ein Spiel spielen, in dem ich Quests und irgendwelche Dungeons mache, und wenn ich die nicht erreichen kann, die Quests nicht lösen kann, dann fühle ich mich gelangweilt. Ich will nicht zu harten Schwierigkeit haben. Ich möchte einen harten Schwierigkeitsgrad haben, aber nicht allzu sehr. Also nicht zähe Gegner oder irgendwelche tödlichen Gegner, sondern Gegner, die einfach ein bisschen herausfordernd sind. Und ganz am Anfang haben wir noch ein bisschen mehr Probleme, auch mit dem Community-Patch nur. Aber immerhin gibt es den Community-Patch und nicht irgendwie das Hauptspiel. Das war ja nie richtig balanciert und auch nicht groß und so. Also da fehlen viele Sachen einfach. Und ich bin froh, wenigstens den Community-Patch zu haben, auch wenn der auch nicht mehr weiterentwickelt wird. Echt schade, dass Modder irgendwann mal aufhören und nicht aktiver werden oder so. Aber so ist es einfach. Okay, Amulette holen. Gut, 3 Amulette holen für den Drago. Oder für, vor allem für den da. So, und wie sehen die Haare sehr schön aus. Die Lichteffekte sind immer sehr cool. Und ja, die Physik Engine war so cool. Schade ist das nicht mehr so gut umsetzbar, weil ja Physik ja auch nicht mehr so funktioniert. Aber das hat das Spiel leider ein bisschen sehr performance-widrig gemacht. Also sehr, sehr starke Performance-Probleme gemacht. Aber es gab überall Blätter und der Staub ist herumgeflogen und so. Nebel, alles Mögliche war sehr schön. So, 5 Wegelagerer, die können wir jetzt gerade hier nicht töten. Die haben wir jetzt alle gekillt. Aber wenn wir dann Richtung Stadt unterwegs sind, schon. So, Energieschild haben wir, glaube ich, noch nicht. Können wir gleich mal ein Ding. Und ich denke mal, ich gehe mal auf Flaschen am Anfang. Aber auch zu wenig Geld, sehe ich gerade. Da könnt ihr natürlich immer etwas noch holen, was ihr noch nicht habt, oder einfach Besseres. Aber es gibt so eine Fähigkeit, die nennt sich einfach Handeln. Damit bekommt ihr bessere Items über. Und sollten wir eigentlich nutzen? Wir nutzen es. Damit wir immer uns ein bisschen eindecken können. Da haben wir noch eine Quest, genau. Der war im Haus versteckt. So, töte den Wolf. Gut, das ist ein blauer Wolf hier in der Nähe, der ziemlich stark ist. Genau. Das Spiel man kann es immer wieder spielen. Es macht immer wieder sehr viel Spaß. Es gibt immer wieder neue Quests zu entdecken und so. Es sind unglaublich viele Quests. Und die sind auf einem hohen Niveau. Ich finde, die Quality ist 1000-mal höher als zum Beispiel bei Diablo 4. Das stürzt ja nicht so an Qualität, sondern eher nach Quantität. Und dort vermisse ich es ein bisschen, diese tollen Quests zu haben, mit guten Belohnungen manchmal auch, je nachdem. Man kann echt hier auch Set-Items bekommen als Questbelohnung und deshalb lohnt sich auch, die zu machen. Ich werde jetzt aber auf Silber, wir haben ja Bronze nicht angefangen, sondern gleich Silber. Deshalb ist es auch ein bisschen schwieriger. Silber werde ich einfach ein bisschen durchrushen, damit ihr die Story mal seht. Und Gold werde ich mal schauen, je nach Gebiet, je nach Freude und so mache ich's. Platin werde ich wahrscheinlich komplett machen und Njob werden wir einfach in längerer Zeit dann komplett machen. Weil dort müssen wir uns sehr lange aufhalten. Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Das heißt Njob und ist eigentlich, gibt es sonst nicht. Das ist irgendwie eine Erfindung. Okay, wir können leider
bei der Seraphim handeln gar noch nicht auswählen. Ich würde jetzt einfach mal empfehlen, wir finden genug Schusswaffen, denke ich, mal nicht zu nehmen. Und wir nehmen vielleicht eine zweite Charakterklasse mit Handeln, falls wir irgendwas brauchen. Aber ich glaube, so stark müssen wir nicht werden, dass wir so Ringe und Amulette überall sockeln müssen. Müssen wir nicht sein. Ja, Nahkampffokus, also Taktikkunde ist eigentlich Pflicht. Deshalb nehmen wir Taktikkunde als erstes. Und ja, machen gleich einen zweiten Punkt rein. Das ist der Schaden und die Crit-Chance. Und deshalb ist es so wichtig. Und dann auch noch die Abklingzeit mit Kampffokus, glaube ich, senken. Und ja, dann können wir ein bisschen defensiver irgendwie uns ja, weiter ausbilden lassen. Von uns selber. Genau. Am Anfang ist es natürlich noch ein bisschen langsam, das Spiel. Aber später, ja, ist die Action sehr hoch. Und das freut mich immer so sehr, die Motivation zu spüren. Wir könnten einen Langstab verwenden. Die Tränke, die sparen. Also, tun wir für uns ein bisschen aufsparen. Ja, hallo. Geh mal rüber. Als Energy Sheet. Serkerform. Hier haben wir die Zauber. Und ja, wir können noch Schwertfeuer nehmen. Ist das jetzt Fernkampf direkt? Ja. Okay, sehr gut. Also die Seraphim ist einer der 6, glaube ich, Klassen. Jetzt muss ich gerade ein bisschen nachdenken. Also, wir nehmen mal die Hochelfi noch 2, der Schattenkrieger 3, der Tempelwächter 4, Inquisitor 5 und dann ist noch der Drachenmagier. 6 Charakterklassen. Ah, Druiden, ein Ding, Druidenfee, 7 Charakterklassen sogar. Jo. Haben wir. Und die Seraphim ist sozusagen die Engels. Also eine Engelskriegerin mit Licht. Und ja, Nahkampf und so. Und Fernkampf eben. Und andere Charakterklassen haben zum Beispiel auch Magie. Vor allem Nahkampf und Fernkampf. Und ein bisschen Supportfähigkeiten. Also es, ich finde wirklich die 7 Charakterklassen sehr ausbalanciert. Sehr unterschiedlich und so. Und das sind einfach tolle Zauber. Jo. Und genau, eben. Es ist ein deutsches Spiel, eine deutsche Qualität. Man kennt es ja. Die Games aus Deutschland haben immer mehr Quality als Quantity. In anderen Ländern ist es umgekehrt. Kann ich verstehen. Kann ich aber auch nicht so verstehen. Also das heftige Grinding ist hier zum Beispiel gar nicht so mächtig. So zwar ab Level 120 gibt es ein bisschen Grinding natürlich. Aber ich habe immer irgendwie Spaß gehabt dann. Und wir werden das vielleicht erreichen, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wie das Spiel so ist. Also ich weiß es schon, mir macht es Motivation, aber ob es euch Motivation macht 16 Jahre nach Release, weiß ich nicht. Aber ich bin sowieso einer, der Nostalgie fühlt und gerne auch alte Spiele wieder zockt. Immer wieder. Kann einfach nicht aufhören. Und dann sehe ich immer, wie gut die Qualität früher auch war. Heutzutage denkst du so, ja, okay, müssen wir ein neues Spiel für so 80 bis 100 Euro mit DLCs und alles noch kaufen und hat nicht bessere Qualität als wir. Und trotzdem kaufen es viele, oder? Und jo, damals hatte man die Spiele gekauft, weil man dachte, ja, das Spiel muss ja gut sein. Heutzutage kauft man Spiele vielleicht, um zu sehen, oh, was ist der Fortschritt der Grafik oder wie viel Grinding ist drin? Das ist der Unterschied. Also es gibt halt einfach viel zu viele Hack and Slays mittlerweile, die nur noch Grinding ist, nur noch Seasons. Und da fühle ich mich einfach nicht wohl. Also ich fühle mich schon unter Last Epoch und Path of Exile wohl. Aber ich habe jetzt erst ja, 2 Monate Diablo 4 angefangen und fühle mich jetzt schon nicht mehr so wohl. Ich bin nicht ein Hater von Diablo 4, aber man merkt schon, die Qualität ist auf der Strecke. Also sie ist sehr gering. Und es ist halt bugverseucht. Und das macht halt die Qualität
auch wieder ein bisschen runter. Wenn es nicht so viele Bugs gäbe, nicht so viele Balancing-Probleme, dann wäre Diablo 4 natürlich auch sehr, sehr gut. Aber leider ist es nur gut für mich. Also es fehlt ein großer Schritt bis zum Sacred 2 oder so. Dann zum Diablo 2. Fehlt ein Riesenschritt. Und ja, ich merke es einfach, mir wird es ständig wieder langweilig. Muss irgendwas anderes machen als Helltires. Und ja, die Dungeons machen keinen Spaß und so. Hier sind die Dungeons selber gemacht. Sind zwar nicht ganz so spannend oder so, aber es ist eine gute, ja, zwischen, also neben der Open World, wo ihr wirklich toll erkunden könnt, wieder viel zu entdecken gibt, Quests und alles mögliche lösen könnt, sind die Dungeons irgendwie so ein bisschen nutzlos auch. Manche sind gut, manche Dungeons, manche haben auch gut irgendwelche Sachen zu sehen. Aber im Ganzen würde ich jetzt sagen, Dungeons könnten wirklich besser sein in diesem Spiel. So, wir brauchen eigentlich Schlaghagel zuerst, oder? Das heißt, gerne mal kurz auf die HP schauen. Naja, die Gegner sind anfangs noch recht stark. Aber wir sind gut defensiv jetzt schon eingestellt. So, ich sammle noch alle Items ein, damit ich Gold bekomme. Und, ja, ein Bogen ist jetzt auch schwach. Jetzt können wir hier immer zwischen zwei unterschiedlichen Modifikatoren uns entscheiden, oder? Bronze, Silber und Gold. Und, ja, eigentlich sollte man wirklich die Angriffskampfkunst zuerst nehmen, dann der Buff. Also, hier haben wir Angriffssteigerung, wäre nicht schlecht am Anfang. Aber wir müssen Waffenschaden nehmen, ist einfach viel stärker. Und hier oben kraftvoll mehr Schaden pro Tag. Chance auf Doppeltreffer. Ich glaube, Doppeltreffer ist besser. Da wir schon ziemlichen Schaden machen müssen, ist doppelt so gut als mehr Schaden. Ist, glaube ich, bei 26% oder so. Also das obere Doppeltreffer. Ist aber die Chance auch nur bei 20% nur im. Es ist Chance auf Doppelten. Genau, und hier haben wir noch eine Fähigkeit mehr, die mehr Mühe noch nicht. Da wir noch 5 Punkte oben Taktikkunde brauchen für bessere. Und ich glaube, es ist Fernkampf, oder haben wir Fernkampf schon am Anfang? Ich glaube eher nicht. Gucken wir gleich mal. Hier gibt es übrigens einen Boss, der wurde ziemlich stärker in einem der Mods, oder mehr, beiden Mods. Also ich habe Diablo 2 der Fallen gespielt. War ein bisschen verbuggt und immer ein bisschen unbalanciert. Und Intentioned Edition, ja, ist auch ein bisschen einfach, dass die Gegner ein bisschen zu zäh sind und so am Anfang. Spielt man nicht so gerne. Ja, es ist wirklich Fernkämpfer. Okay, dann können wir nicht Fernkämpfer nehmen. Weil wir benutzen ja, ja die Schusswaffen. Also eher Pistolen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Zweihandschusswaffen wirklich tragbar sind mit ihr. Ich habe auch schon geplant, BFG zu verwenden, weil das sehr stark ist. Aber ja, das eher dann in einem Mod, oder damit wir genügend Schaden machen. Was jetzt hier? Und es ist auch ein bisschen, jo, zu sehr Single-Target. Ich spiele nicht so gerne Single-Target-Builds. Ja, da hast du einfach viel zu tun, wenn viele Gegner kommen. So, jo. Die erinnern sich, weil du bist fleißig. Hopp. So. Wo gehst du hin? Ah. Okay, das gäbe es eine schon eine gelbe Reliquie, so früh am Anfang. Cool. Also das ist auch rare, oder? Und rare Items sind eigentlich sehr gut in diesem Spiel. Wieder Energy Sheet. Schockwelle haben wir, glaube ich, noch nicht. Ja.
So, etwas Besseres haben wir auch noch nicht hier. Ja, jetzt sind wir langsam außerhalb vom Tutorialgebiet. Wir machen noch zwei Quests. Also die abgeben noch extra. Und die Hauptquest. Einfach ein bisschen folgen. Ich möchte euch ja, ja den Content zeigen und nicht alles am Anfang schon durchspielen. Und falls ihr eben Lust habt, kann ich dann auch einen Kommentar gerne mal noch irgendwo herumschauen. Eine Quest machen oder so, wie es ihr plant. Also, wenn ihr sehen wollt in dieser Region, möchte ich gerne, dass du noch ein, zwei Quests machst. Kann ich gerne dorthin wieder gehen und noch etwas machen. Aber das Spiel ist riesig und ich will ja euch irgendwie nicht so heftigst aufhalten. Weil wir eben mehrere Schwierigkeitsgrade durchmachen und das heißt halt, ich zeige ab und zu dann wieder das Gleiche. Es handelt sich zwar nur um einen kleinen Beutel, aber er enthält Edelsteine, die ein kleines Vermögen wert sind. Ist das Gandalf? Wenn wir nicht zahlen können, ist das Dorf dem Untergang geweiht. Dem Untergang. Nein, der andere, der Saruman. Oh, wie heißt er? Ian McKellen ist es nicht, das ist der andere. Das ist der, der gestorben ist, oder? Oder ist Ian McKellen gestorben? Nein. Ja, auf jeden Fall Saruman. wenn ich etwas falsches sage, bitte in die Kommentare schreiben. Aber es kommt mir so vor, dass es ja Magneto ist. Ja, diese Schauspieler, die sehr berühmten Schauspieler, Bösewichte. Ich mag immer Bösewichte. Irgendwie in Filmen mag ich die Bösewichte immer. Sie sind halt so grundverschieden, oder? Ich bin nicht der Held, ich bin eher so der Anti-Held. Aber, ich würde jetzt wirklich Bösewichten nicht so vertrauen oder so. Und die spielen das halt immer so mit Zuneigung und Hingabe. Das ist immer so geil. So, wir haben hier die Dracheninsel, wo der Drachenmage spawnt. Da ist ein bisschen auch nicht so viel los. Und wir sind ja da im Kloster gespawnt und ja, haben jetzt nicht so einen großen Weg gehabt wie er, aber es ist immer schön mit dem Drachenmage zu beginnen. Leider gefallen mir die Zauber nicht so. Es ist meistens ein bisschen langsam, ein bisschen Single-Target oder so. Ja, es würde mir eine wirklich tolle Charakterklasse sein, aber nicht so. Also muss noch ein bisschen geändert werden, damit es mir ein bisschen besser gefällt. Jo, und mir gefällt vor allem, welche Charakterklasse? Das ist die große Frage. Eigentlich Tempelwächter gefällt mir am besten. Inquisitor auch ein bisschen, aber dort hast du irgendwie so ein bisschen das Problem, dass dir manche Sachen einfach fehlen. Du bist zum Beispiel von Minions abhängig oder du bist im Nahkampf ein bisschen abhängig. Und zwei Schwertern und so, es ist ein bisschen. Ich würde gerne ein bisschen mehr Flexibilität haben, aber das ist klar nach Last Epoch, wo halt schon so mit ausgebaut ist, mit so vielen Fähigkeiten, die manipulierbar sind, die wirklich ausbaubar sind, dass du eigentlich sagst, oh, sie hat mega schöne Kleider an. Dass du eigentlich sagen kannst, jo, Sacred 3 gibt es zwar schon, aber es ist nicht das echte, also es ist ein bisschen Farce. Ist ganz ein anderes Genre und so. Dass du einfach sagen kannst, jo, bitte, Deutsche, macht doch nochmal so ein Spiel, ey. Das ist so einfach geil. Das ist so gut. Und, jo. Deshalb, ja. Ich vermisse Sacred. Eben 16 Jahre schon her. Und ich habe mich mega gefreut, dass es rauskam. Aber mein PC hat sich nicht gefreut. Mein PC sagte so, nein. Du
Können Sie ja nicht mal Schäde gut berechnen, Herr Ralf. Und ja, dann habe ich noch einige Zeit warten müssen, bis 2010, also 2 Jahre. Und dann konnte ich es und habe es geliebt. Und oh, jo, das war eine Zeit voller Sucht. Und mittlerweile habe ich das Spiel so lieben gelernt, oder? Ich finde, Games musst du ungefähr 1000 Stunden spielen, dass du wirklich es ins Herz fasst und sagst, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich, mein Spiel. So, genau, wir haben noch Zeit. Ah, wir haben eine Rune zu wenig, schade. Ich wollte da noch eine Rune umtauschen. Aber es wird sonst zu teuer. Wir haben einfach die nächste Quest dann mit dem Runenmeister. So, Bugs. Also alle Bugs, die genervt, also gecleant wurden. Die bereinigt wurden. Die gibt es jetzt in dieser Quest als Käfer. Und da müsst ihr durch das ganze Land durchlaufen bis zum letzten Käfer. Ist sehr schön gemacht. Eine tolle Quest. So, nochmal so ein Schatz. Hier haben wir eine Arena, also im Mehrspielermodus. Es gibt leider keine Server mehr, glaube ich. Aber da müsst ihr einfach einen selber hosten lassen, von euch selber oder so. Also von eurem Internet selber. Könnt ihr natürlich PvP machen. Mhm. Minotauren. Schauen wir sie nochmals ein bisschen an. Sieht ja richtig schön schon aus, richtig blau. Mit weißen Schuhen. Eine schöne Erstrüstung bekommen. Und auch sehr gut. Also Observation Energy Schieber war noch nicht so. Jo. Gut, also die Quest ist vorüber. Ihr müsst aber kurz rausgehen. Also ihr müsst speichern. Wieder ins Hauptmenü gehen. Das können wir eigentlich gerade machen. Ihr seht, es ist kein Attributspunkt und Skillpunkt. Jetzt müsst ihr kurz rausgehen. Weil die Quest gibt eben einen Attributspunkt und einen Skillpunkt, damit es schon wirkt. So. Also. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge, in der zweiten Folge. Okay. Dann das mit dem Runenmeister. Haben wahrscheinlich dann eine neue Fähigkeit. Ich weiß jetzt nicht, was ich nehmen soll. Müssen wir mal kurz schauen, was haben wir denn sonst? Beflügeln können wir nehmen. Das ist so eine Art Speed-Buff und, glaube ich, Schadensbuff sogar noch. Auf jeden Fall ziemlich gut. Ah, Lauf- und Angriffsgeschwindigkeit. Und zusätzlich werden Festhaltezauber, das ist sehr gut. Ist auch Betäuben, das nervt immer so, das Betäuben, das ist ein bisschen zu lange. Manchmal. Drinnen wahrscheinlich schon. Es ist ja auch Festhalten, oder? Du wirst ja auch festgehalten, sozusagen. Mal gucken. Und sonst können wir da Items gut nehmen dafür. Es ist gar nicht mal so schlimm. Es gab früher Mods, wo das wirklich schlimm war, dass viele immer gestunt haben. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm, habe ich so das Gefühl. Aber ja, man kennt es halt. Mods übertreiben immer im Schwierigkeitsgrad. Die Leute wollen irgendwie nicht... Jo, mehr Geschwindigkeit und mehr Freude. Sondern sie wollen einfach den Schwierigkeitsgrad hochsetzen. Es tut manchen irgendwie gut, aber ich weiß es nicht. Ist ihr Ego so hoch oder so? Sie sagen müssen, ja, wenn ich das nicht brutal schwer habe, dann langweile ich mich. Das ist wirklich so wahrscheinlich, oder? Die Langeweile ist eigentlich nicht der Schwierigkeitsgrad, sondern die fehlende Herausforderung. Und sobald du eigentlich... Gegner hast, die auch dir etwas austeilen können. Irgendwie wollen die Schwierigkeitsgrade immer so sein, dass wenn du mal getroffen wirst, du stirbst. Aber eigentlich solltest du nur mehr getroffen werden und weniger schnell Gegner killen, dann ist der Schwierigkeitsgrad auch höher. Und das ist das Problem von vielen Mods. Auch Diablo 2 Mods waren immer so brutal schwer. Sie sind einfach so nervig, dass du eigentlich gar nicht spielen willst. Du willst einfach... die Gegner wieder ein bisschen weniger herausfordernd haben. Sondern so blinde Schüsse aus 2 Bildschirmen Entfernung so verhindern und so weiter.
und dann macht es Spaß. Also wenn das alles ein bisschen so fair bleibt, dass du wirklich auch denkst, oh Gegner, ist eine Herausforderung, oder? Aber nicht sagst, oh Gegner, hört auf zu cheaten. Das ist heutzutage im Endgame zum Beispiel von Pass of Exile so. Mit diesen Nemesis-Modifikatoren ziemlich ermüdend, nervig. Aber okay. Ich bin ja sowieso eher der gechilltere. Spiele die Games aus Leidenschaft. So, gehen wir dann links hier abbiegen. Zum Runenmeisters Sohn. Okay, hier die blauen sind Charakterquests, die ja, hat jeder Charakter für sich. Also eigene Quests, eigene ja, große Geschichte. Und ja, das sind Quests. Blind Guardian ist eine Band aus Deutschland, Heavy Metal Band. Eben, das könnt ihr auf YouTube schauen, aber ich kann es halt nicht so gut zeigen, auch wegen der Lautstärke und so. Genau, und das ist eben die Map, das gehört zum Add-on. Und hier unten auch. Blutmoor, glaube ich, heißt es. Oder Blutmarsch. Ich glaube, es heißt Blutmarsch, weil Blutmoor was Diablo 2 ist. Hier waren wir ja auch kurz. Und hier ist der erste Käfer. Es war der nächste, aber es ist nicht der erste. Der erste Käfer müsste eigentlich hier dann sein. Aber wieso ist das? Das ist doch nicht näher. Weil hier ist ein Käfer, ja. Keine Ahnung, wieso das da unten angezeigt wird. Hier waren wir auch kurz. Und hier unten in der Dracheninsel auch. Ja, wir haben noch viel zu ja, erforschen. Es macht wirklich viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Sagt mal in die Kommentare, wie ihr so findet, das Spiel. Für die Neuen natürlich, wie ihr es bis jetzt findet. Und sonst natürlich gerne, wie ihr es gefunden habt. Oder wenn sie immer noch spielt, natürlich, wie ihr es gefunden oder findet momentan. Es empfiehlt sich wirklich zu kaufen. Es kostet, glaube ich, nur 7 Euro bei Steam. Und ja, der Community Patch noch downloaden. Ja, ist sehr schön. Ein tolles Spiel. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dragobasler. Tschüss.